Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich stelle ja hin und wieder Räumlichkeiten vor, wo man übernachten kann. Und heute stelle ich euch ein Zimmer im Hotel Alexandra vor. Das ist in der Stadt Olesno. Und ja, ich habe heute Mittag schon an der Rezeption den Schlüssel abgeholt. Wir sind jetzt zu einer Zeit hier. Da ist auch immer noch das große C oder hier in Polen das große K ein Thema. Ich kann sagen, hier im Innenraum hat keiner eine Maske getragen vom Service bzw. auch von den Gästen vor Ort. Ich habe hier auch keine Daten hinterlegen müssen bezüglich einer Impfung bzw. eines Testes. Also es war hier alles wie immer. Man hat einfach seine Adresse eingegeben und wenn man über ein Portal gebucht hat, waren ja hier auch teilweise dann schon die Daten hinterlegt. Also das war alles kein Problem. Und ja, ich habe jetzt hier einen Schlüssel, einen ganz klassischen Schlüssel. Da steht drauf hier die Zimmernummer und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Bevor wir reingehen, das Hotel hat auch extra gesicherte Parkplätze. Dort geht man hier hinten rein. Das ist jetzt sehr dunkel. Ich kann nichts dafür. Ich werde euch dann noch ein Bild eventuell mit reinhängen von tagsüber. Man hat aber hier jetzt an der Seite genügend Plätze, die kosten nichts. Ansonsten hat man, ich glaube, 10 Zloty pro Tag bzw. pro Nacht und kann dann hier parken. Hier hat man auch noch Sitzbänke draußen. Ich habe gesehen, vorhin hat jemand hier Essen abgeholt. Ich denke, die haben auch noch einen guten Pizza-Service oder hier das Restaurant hat leckere Pizza gemacht, weil da hat einfach jemand sich eine Pizza abgeholt. Und ich schaue jetzt mal, hier ist jetzt noch offen. Das heißt, man kann hier rein und die Dame in der Rezeption hat auch Bescheid gesagt, dass man auch nachts einfach hier ankommen kann, beziehungsweise spät nachts. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden. Und dann kann man hier auch mit dem Schlüssel praktisch hier reinkommen. Hier sieht man jetzt schon von der Stadt Olesno hier noch ganz viele Bilder, wie das früher ausgesehen hat. Das ist immer mal ein bisschen interessant. Hier hat man Pflegeprodukte, die man kaufen kann. Ja, hier Rosenberg, Oberschlesien, kleine Vorstadt. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass man circa 10 Minuten zu Fuß hat, bis man hier in der Innenstadt ist. Hier hat man auch schön ausgestellt, wie lange das schon gibt. Hier sind auch solche Hochzeiten, kann man hier austragen lassen und ganz viele andere Sachen. Hier sieht man die Stars, die schon vor Ort waren. Das ist natürlich auch lustig. Schaut euch das an. Wer war denn hier schon? Ja, kenne ich da jemand davon? Das ist ja Wahnsinn. Sind wahrscheinlich alles polnische Stars hier oben. Ja, die kennt nicht jeder. Hier geht das weiter und hier geht das wieder runter. Also wirklich toll, dass man sich hier so eine Mühe gibt. Hier ist dann auch noch hier, ja, da sind dann Konzerte oder beziehungsweise auch die, wo die Autogrammkarten mitgenommen haben. Hier ist wahrscheinlich auch die Toilette von dem Restaurant. Ich will da jetzt nicht reinfilmen, da sitzen auch noch Leute. Und wir gehen jetzt einfach nach oben und schauen, wo wir die Zimmernummer 110 haben. Und dann melde ich mich gleich wieder. Das ist nämlich so eine kleine Wendeltreppe. Also es gibt hier, soweit ich weiß, keinen Aufzug. Hier sieht man das Zimmer jetzt und was ich schon sagen kann, das ist draußen sehr oldschool gemacht. Das ist auch in der Bewertung. Also es ist ein einfaches Hotel. Die Nacht hat jetzt hier im Angebot 171 Zloty gekostet. Da ist das Frühstück mit dabei und das sind umgerechnet ja zu dem Zeitpunkt jetzt 39 Euro. Das ist vertretbar. Vom Geruch kann ich sagen, es riecht jetzt nicht hochmodern. Es ist auch, wie gesagt, mit dem Teppichboden recht oldschool, wenn man das so sagen kann. Man hat hier auf der linken Seite hat man seine Garderobe mit einem Spiegel. Hier haben wir einfach einen Fernseher. Aber ich denke mal, in der Stadt Olesno hier, da kann man andere schöne Sachen machen. Besonders die Innenstadt ist auch sehr angenehm. Ja, man hat einfach eine Flasche Wasser. Man hat hier sein Telefon. Wie gesagt, ein Standardzimmer mit Blick. Schauen wir mal,
ins Nirgendwo. Ich glaube, das ist der Parkplatz, wo man hier hinschaut. Ja, und da ist das Fenster geöffnet, das heißt frische Luft. Hier ist ein schönes Bild, das Bett von der Matratze her. Ja, das würde ich eher in Richtung Mittel einschätzen. Und was haben wir hier? Ja, nochmal eine Decke. Dann gehen wir nochmal in das Badezimmer. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Es ist natürlich kein Vergleich zum Hotel Markus. Das war ja in Kolonowski, wo ich das ja für euch getestet habe. Das war vom Preis her, glaube ich, ähnlich. Hatte allerdings kein Frühstück mit dabei. Das hätte nochmal, ich glaube, 40 Zloty extra gekostet. Aber was haben wir hier? Ein richtig helles Badezimmer. Hier liegen Handtücher, da liegen Pflegeprodukte. Dann ist hier eine Handwaschseife. Hier ist auch ein Spiegel vorhanden. Und auf der rechten Seite ist dann eine ganz normale Dusche. Da kann ich sagen, die sieht in Ordnung aus. Man hat hier keine Fugen, die irgendwie vergilbt sind etc. Also das ist alles für eine Nacht bzw. für mehrere Nächte hier in der Stadt Olesno. Alles in Ordnung. Es ist natürlich auch, wie man hier sieht, ein Nichtraucherzimmer. Wie dünn oder dick die Wände sind, weiß ich nicht. Hier hat man nochmal 300 Zloty. Wenn man hier das Zimmer zum Rauchen benutzt, da kann man dann runtergehen. Im Anschluss zeige ich euch noch das Frühstücksbuffet. Das ist allerdings erst morgen. Da muss ich mal schauen, wie ich das aufnehmen kann. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil das ist ja auch immer so eine wichtige Sache. In den Bewertungen stand, dass das Frühstück sehr gut war. Und da kann man ab 8 frühstücken, ab 8 Uhr morgens. Und da werde ich gleich mich ganz früh anstellen, damit der Kaffee noch frisch ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bis dann. Guten Morgen, Freunde. Es ist der nächste Tag und ja, über die Qualität, die Schlafqualität kann ich sagen, die war wirklich gut. Die Matratzen sind absolut in Ordnung. Also man kann hier wirklich sehr gut schlafen. Und was das Tolle ist hier im Hinterhof, habe ich ja gesagt, da gibt es die bezahlten Parkplätze. Da ist unweit anscheinend ja ein Bauernhof oder zumindest mal jemand, der Hühner hat. Und da wird man morgens so gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr, wird man dann also von einem Kikeriki geweckt. Ich finde das persönlich sehr nett und richtig ansprechend. Manch anderer findet es störend. Also ich finde aber, das macht hier so ein bisschen auch diese Ortschaft aus. Also wie gesagt, das war richtig klasse. Ja, ich hoffe, ihr habt das Zimmer gestern gut sehen können. Es war ja schon etwas dunkler und ich gehe jetzt noch rein und genehmige mir hier dieses Frühstück. Das war ja im Preis mit inbegriffen. Und da filme ich auch ein bisschen mit einer anderen Kamera. Da hoffe ich, dass ich ein paar gute Szenen drauf bekomme. Ja, und dann bedanke ich mich jetzt schon für die Aufmerksamkeit. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert gerne den Kanal. Es kommt nicht immer so eine Hotel- oder Ferienwohnung-Vorstellung, aber immer mal zwischendurch, damit ich euch zeigen kann, wo man hier in Polen auch übernachten kann, auf eine kostengünstige Art und Weise. Ja, und dann freue ich mich in jedem Fall über einen Daumen hoch. Und jetzt noch viel Spaß beim Frühstücksbuffet. Bis dann.